Hey Leute, ich bin's Tom. Herzlich willkommen hier zurück im Wald. Ich habe schon ein paar Steine organisiert, denn in dieser Folge werde ich hier die Feuerstelle neu bauen. Dann machen wir uns mal nichts vor. So wie sie jetzt aussieht, kann sie auf keinen Fall bleiben. Mein Plan für die neue Feuerstelle ist, dass sie auf jeden Fall erhöht ist, nicht mehr rund ist und drittens sich noch viel besser ins Camp einfügt. Doch bevor ich gleich anfange zu bauen, wollte ich euch noch kurz zeigen, dass ein paar Vögel hier auf jeden Fall ein neues Vogelnest gebaut haben. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit mit ultra viel Material. Und ich finde es immer richtig erstaunlich, wie schnell die Vögel das tatsächlich schaffen, hier ein rundes Nest zu bauen. Und es sieht einfach nur wunderschön aus. Ich finde es super, dass das Holzlager jetzt nicht nur zum Trocknen des Holzes da ist, sondern auch irgendwie Vögeln ein neues Zuhause gibt. Ich habe die ehemaligen Umrandungssteine jetzt hier nochmal in den Eimer gepackt, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich die natürlich auch in der neuen Feuerstelle verbasteln werde. Das abgeplatzte Teil hier ist übrigens von den ehemaligen Steinen der Feuerstelle, also dieser Ring, der da drin war. Und das war tatsächlich kein feuerfester Beton. Es kann also tatsächlich sein, dass wenn ihr keinen feuerfesten Beton oder keine feuerfesten Steine für eure Feuerstelle verwendet, dass das ziemlich gefährlich werden kann. Weil machen wir uns mal nichts vor, wenn das hier in Richtung Auge kommt, dann kann es schon richtig blöd werden. Als ich damals die erste Feuerstelle hier gebaut habe, habe ich darauf auch keine Rücksicht genommen. Ich kann es euch aber wie gesagt nur ans Herz legen, darauf wirklich zu achten und euch vorher zu informieren, welche Steine ihr nehmen könnt und welche nicht. Die Idee, die Feuerstelle jetzt etwas höher zu bauen als vorher, kommt übrigens nicht von ungefähr. Die kommt nämlich von den Naturensöhnen von Andy und Gerrit. Die haben nämlich in ihrem Camp einen Grilltisch gebaut, allerdings auf 1 Meter Höhe. Ich habe vor dem Start meines Bauprojekts mit den Jungs nochmal Kontakt aufgenommen. Wir haben nochmal ein paar Details besprochen. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die erhöhte Feuerstelle zum Schluss da tatsächlich wird. In dem Sinne, Grüße gehen raus an Andy und Gerrit. Schaut gerne mal auf dem Kanal der Naturensöhne vorbei. Die haben nämlich wirklich auch unglaublich krasse Bauprojekte. Und wenn ihr irgendwie gerade dabei seid, euren Garten umzugestalten oder auch ein Hochbeet wie hier bei der Finnhütte zu bauen, dann habe ich einen ziemlich spannenden Tipp für euch. Und zwar ist das die App Readly und die vereint über 5000 Zeitschriften in nur einer App. Ich meine, klar, jeder von uns holt sich hier irgendwie jeden Tag Inspiration oder Informationen aus dem Internet, aber oftmals fehlt doch noch eine Nuance, Fachlichkeit bzw. auch ein gut recherchierter Artikel. In der App habt ihr die Möglichkeit, über 5000 Magazine online und offline zu lesen und natürlich auch zu speichern. Was ich an der App richtig gut finde, dass ich meine abonnierten Zeitungen gleich hier an einem Ort habe, kann hier wieder direkt reingehen, kann in den Artikeln blättern oder aber auch in der ganzen Zeitung. Es gibt auch unglaublich viele Kategorien in der App, zum Beispiel Architektur, Auto, Comics, Computerspiele, Do-it-yourself,
Kreatives, aber auch was für Kinder oder halt Haus- und Heimwerken. Ihr könnt euch Readly also wie so einen richtig großen Zeitungskiosk vorstellen, wo ihr irgendwie 5000 Titel habt und ihr könnt euch immer mal wieder eine Zeitung rausnehmen, könnt ein bisschen rumblättern und Informationen und Inspirationen finden. Wenn du jetzt sagst, du möchtest das Gartenmagazin aus 2019 oder die Autobild aus 2018 nochmal lesen, dann schau mal unten in die Infobox, klick auf den Link und sicher dir das Angebot, dass du Readly für nur 1,99 € für die ersten 2 Monate nutzen kannst. Ab dem dritten Monat kostet Readly dann 9,99 €, du kannst es aber jederzeit kündigen. Und jetzt mal genug von Inspirationen sammeln, jetzt geht es erstmal darum, die Inspiration hier bei der Feuerstelle umzusetzen. Um die ganze Feuerstelle jetzt nach oben zu heben, habe ich hier schon mal ein paar vorbereitende Maßnahmen getroffen, habe schon mal ein bisschen Totholz aus dem Wald gesammelt, habe das jetzt schon mal entsprechend zugesägt und die werden jetzt hier zwischen die Pfosten kommen, dann können wir das Ganze nämlich befüllen und dann kriegt die Feuerstelle ihre erhöhte Position. Das Ganze wird dann ungefähr so aussehen wie hier in der Grillecke mit dieser, ich sag's mal, Palisadenwand, obwohl es keine Palisaden sind, ja, also diese aufgestapelten Holzstämme. Die Basis für die neue Feuerstelle steht und ich finde es optisch schon richtig schön urig und bushcraftig. Im nächsten Schritt werde ich das Ganze mit Erde füllen und dann werde ich mal die Steine positionieren. Ich bin richtig gespannt, wie es zum Schluss aussieht. Wundert euch nicht, es ist schon ein bisschen später geworden. Ich habe nämlich im ganzen Camp noch die Hackholzschnitzel verteilt, sodass jetzt hier endlich ein matschfreier und vor allem natürlicher Boden ist. Thank you.
Bislang war ja nur der Weg zur Finnhütte hier hinter den Sitzbänken und natürlich auch noch hier vorne mit Hackholzschnitzeln gefüllt. Und Leute, mittlerweile liegen hier überall Hackholzschnitzel rum. Den Hackklotz habe ich auch nochmal abgesägt, dass wir hier auch wieder ordnungsgemäß arbeiten können. Und ansonsten denke ich mal, ist das hier auf jeden Fall ein ganz zufriedenstellendes Ergebnis. Und was mir vor allem ganz besonders wichtig ist, dass die Natur gerade in diesen Bereichen hier natürlich wachsen kann, wie sie möchte. Man sieht auch schon, dass die Natur hier tatsächlich aus ihrem Winterschlaf erwacht. Und ich denke, gerade mit den Hackholzschnitzeln und den angelegten Wegen ist hier wirklich ein sehr guter Kompromiss entstanden. Damit der Abschluss für die Feuerstelle hier richtig gelingt, habe ich 5 cm Hackholzschnitzel hier hingelegt. Und ihr seht schon, dass der untere Balken hier auf jeden Fall fast vergraben ist. Die großen Steine sind ungefähr 10 cm breit. Und wenn hier drinnen das Feuer ist, dann denke ich, ist der Abstand groß genug, damit mir das hier nicht anfackelt. Die großen Steine und der Kies hier, das ist Basalt, das ist ein Vulkanstein und demnach sehr feuerbeständig. Die ehemaligen Umrandungssteine habe ich hier noch in die Ecken gequetscht, sodass mir das ganze System hier nicht verrutscht. Und ich glaube, so insgesamt gibt es auf jeden Fall ein gutes Build-up, auch nochmal hier mit unserer neuen Grillecke und so. Ich denke, das passt hier vom Stil richtig gut her. Einige von euch denken jetzt sicherlich berechtigterweise, warum baue ich mir eine erhöhte Feuerstelle aus Holz und kippe dann sogar noch Hackholzschnitzel daneben. Die Erfahrungen des letzten Jahres haben mir gezeigt, dass es relativ egal ist, was wirklich um die Steine der Feuerstelle liegt, weil wir hatten ja auch aufgrund der Sägearbeiten sogar Sägespäne daneben liegen und da ist überhaupt nichts passiert. Und falls es doch aus irgendwelchen Gründen mal schief gehen sollte, haben wir hier auf jeden Fall einen Feuerlöscher und im letzten Jahr habe ich ja sogar den Löschwasserturm gebaut, wo wir ungefähr 2000 Liter Wasser noch hier hinter der Küche haben. Ich denke, an der neuen Feuerstelle kann man es ganz gut aushalten. Und wenn du magst, sehen wir uns am nächsten Samstag um 8.30 Uhr wieder hier auf meinem Kanal. Dann wird es nämlich weitergehen hier im Wald. Und ich denke mal, ich werde mal das Thema Beleuchtung angehen. Wenn du das nicht verpassen willst, schalt wie gesagt nächsten Samstag wieder mit ein. Ich wünsche dir ansonsten eine coole Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.